Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen, wahrscheinlich etwas seltsamen Video, denn es geht heute um Fantheorien. Genauer gesagt um die Fantheorie eines Reddit-Users bezüglich Pokémon. Der behauptet nämlich, dass Ash und Mewtwo verwandt sind. Besagter Reddit-User ist Spider2099. Der möchte herausgefunden haben, dass eben Ash und Mewtwo dieselbe DNA teilen. Wie das möglich ist, schildert er in einem detaillierten Post. Demzufolge ist Ashs unbekannter Vater der Schlüssel zu dieser Theorie. Der User glaubt, wie so viele auch, dass der Team Rocket-Gründer Giovanni in Wahrheit der Vater von Ash sei. Die Theorie geht folgendermaßen: Als Giovanni und Delia jung waren, haben sie sich betrunken und ein Kind gezeugt. Aber da Giovanni keine finanziellen Mittel hatte, um den kleinen Ash aufzuziehen, fühlte er sich schuldig. Und weil er ein ausgesprochen guter Trainer war, gründete er das Unternehmen Team Rocket, mit dem er viel Geld verdienen wollte. Allerdings wurde er zu reich und fing an, Drogen zu nehmen, doch Delia und Ash schickte er auch weiterhin Geld. Das erklärt auch, warum seine Mutter immer Geld für die langen Reisen von Ash hat. Darüber hinaus geht Spider2099 auch auf das Klonexperiment von Dr. Fuji ein, bei dem aus Mew das Psycho-Pokémon Mewtwo entstand. Demnach hat Giovanni während des Experiments sein eigenes Blut in den Klon injiziert, um ein gewisses Gewaltpotenzial hervorzurufen. Aber dies ging schief. Als Ash dann 5 Jahre alt war, hat Giovanni bei Delia angerufen und ihr gesagt, sie solle ihren gemeinsamen Sohn auf eine Pokémon-Reise vorbereiten, falls Mewtwo irgendwann Rache an ihn nehmen würde. Als Ash dann 10 Jahre alt war, beauftragte er die beiden Kleinganoven Jesse und James, damit seinen Sohn bei seiner Reise stets im Blick zu behalten. Der Reddit-User behauptet also nicht nur, dass Mewtwo und Ash verwandt sind, sondern auch, dass der Team Rocket-Bösewicht und Boss Giovanni in Wahrheit Ashs Vater ist. Außerdem wirft sie ein völlig neues Licht auf die beiden Störenfriede, Jesse und James. Wie findest du diese Theorie? Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreib's dazu einfach mal unten in die Kommentare. Ich persönlich finde diese Theorie gar nicht mal so abwegig. Dass Giovanni der Vater von Ash sein soll, kommt allerdings in vielen Theorien vor. Dass Giovanni auch ein Vater eines Protagonisten der Pokémon-Spiele ist, das lassen wir jetzt mal außen vor. Denn die Spiele und der Anime, das wissen wir alle, haben ziemlich wenig miteinander zu tun. Eine abschließende Frage habe ich noch. Was sagst du zu diesem Format? Soll ich das weiterführen oder sagst du eher, nee, lass mal, das haben so viele schon gemacht. Spezialisiere dich einfach mal auf was anderes, also meine News und meine Reviews zum Beispiel. Schreib's dazu unten in die Kommentare, freue mich gerne, das zu lesen. Ansonsten weißt du, Daumen nach oben, abonnieren ist auch cool. Ansonsten teilen, teilen, teilen. Dankeschön, mach's nicht gut, mach's besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.